Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Vlog. Ist ja schon ein bisschen her, dass ich einen aufgenommen habe und es hat sich gerade super ergeben. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg, ein bisschen weiter als Hamburg. Und ja, bin auf dem Weg zu dem Event von Nvidia. Ich wurde von Nvidia eingeladen, das neue Game The Rise of the Tomb Raider zu testen. Ich bin ein sehr großer Fan von Tomb Raider, habe früher das auf der PlayStation 1 gezockt. Und ja, zuallererst noch, das ist hier kein Product Placement. Ja, das ist komplett freiwillig. Und ich wurde von Nvidia eingeladen, The Rise of the Tomb Raider zu testen. Und habe ich mir gedacht, ja, nutze ich einfach die Möglichkeit, um es mit euch quasi ein bisschen zu testen. Ja, ich freue mich hauptsächlich halt auf die Grafik, weil die soll wirklich High-End sein und was es für einen Unterschied macht zu den früheren natürlich Versionen, ist ja noch ewig her, aber auch jetzt zum Beispiel zu meiner Grafikkarte, freue ich mich sehr. Wir werden das auch noch ein bisschen anzocken, wenn ich dann da bin und so weiter. Ich denke, ich werde euch noch ein paar Ingame-Szenen oder sowas zeigen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe noch ca. 120 Kilometer übrig. Wir sehen uns dann da, Leute. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen bei Nvidia, um The Rise of Tomb Raider zu testen. Sieht man mich irgendwie gut? Sehr schön. War ein bisschen schwer, ja. Heavy Cam. Ja, ich bin angekommen, Weg war easy. Easy peasy, Navi hat geregelt. Und ja, ich werde jetzt gleich eigentlich direkt zocken gehen, noch kurz was essen, bisschen hungrig. Aber dann geht's direkt an Zocken. Und ich zeige euch währenddessen, während ich esse, werdet ihr die Location hier ein bisschen abchecken, wie es hier ein bisschen aussieht, damit ihr seht, wo ich hier bin eigentlich. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich zocke. Und zeige ich euch ein bisschen in-game. Und ich weiß nicht, vielleicht hat euch schon wer von euch The Rise of the Tomb Raider gezockt, ja, auf der Xbox. Weil für den PC kommt es ja jetzt erst raus. Weil ich natürlich auch testen werde auf dem PC. Weil ich bin mit Controller und so ein kompletter Noob. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn.
Wir müssen einfach weiter. Höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Ach du Scheiße! Bobby hat mich gekillt, quasi. Kepo. Ne, jetzt kommt mein Fazit. Zu Tomb Raider, zu dem Event auf jeden Fall auch noch. So, fangen wir jetzt mit dem Event an. Das Event war wirklich sehr cool. Ich habe ein paar coole Leute getroffen. Und das Allercoolste war wirklich, dass ich den Unterschied in den Grafikkarten sehen konnte. Bei diesem Spiel, weil das Spiel ist echt die Auflösung. Ich hoffe, ihr konntet das in den Szenen gut sehen im Video. Die waren echt geil. Also wirklich, wirklich krass. Das krasseste wirklich war die Nvidia Titan, heißt sie, glaube ich. Die war so brutal. Also auf dem Widescreen, das war einfach HD pur. Als würdest du einfach einen Film, Blu-ray, keiner im Kino gucken. Es war wirklich sehr sick. Ich muss aber sagen, nach 3-4 Stunden haben mir echt meine Augen getan, weil die einfach so müde waren.
Weil das wirklich so eine hohe Auflösung war. Also, meine Augen... Oh, rest in pepperonis. Ja, ansonsten hat es wieder super Spaß gemacht, Tomb Raider zu spielen. Das ist ja quasi alles der Vorgänger, also die Geschichte, was davor passiert. Sehr cool. Ich habe es jetzt, ich habe, wie gesagt, 4 Stunden gezockt circa. Bin, weiß ich nicht so weit gekommen jetzt unbedingt. Ihr habt die Szene auf den Berg gekommen. Ich denke, danach noch, ich habe danach noch paar Stunden oder so weiter gezockt. Aber es hat natürlich super gebockt. Ich werde es mir definitiv auf PC holen. Instant. Weiß noch nicht, ob ich es auf YouTube euch zeigen werde oder nicht, weil das Game ist schon sehr kampagnenlastig und ne, also ich habe keine Ahnung, könnt mir gerne Comments dazu lassen, ob ihr das sehen wollt oder halt nicht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich weiß auch noch nicht. Ich werde mir jetzt auch noch mal gut überlegen, ob ich das mache. Ansonsten, ja, Comments natürlich für Feedback, was ich verbessern kann. Ich bin nicht der Vlogmeister. Noch leider. Ich versuche immer mehr coole Sachen reinzubauen. Ich hoffe, die Szenen vom Gameplay waren jetzt nicht allzu öde. Da natürlich Vorschläge, ob irgendwie was ich verbessern kann. Ansonsten, ja, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Könnt ihr weglassen, aber den Daumen runter, Kappa. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Weiß noch nicht, wann er sein wird. Oder für was. Oder für, weiß ich. Tschüssi. Haut da rein.